Ich habe Wolfgang Gantus jetzt bei mir auf dem 97.6 Sofa. Und zwar ist er, wie stellt man sie am besten vor? Ich würde erst mal sagen, sie reisten durch die ganze Welt. Sie trafen die höchsten Politiker. Und das alles als Dolmetscher. Und was es noch interessanter macht, zu einer Zeit, in der es erstens auf der internationalen politischen Bühne hoch herging und zweitens ihre Mitbürger nicht reisen durften. Wolfgang Gantus ist nämlich Jahrgang 1930 und war freier Dolmetscher in der DDR und gehört somit mittlerweile zu den dienstältesten Dolmetschern und hat über seine aufregende Zeit nun ein Buch geschrieben, Ein Diener vieler Herren als Dolmetscher bei den Mächtigen dieser Welt. Und ich freue mich sehr, dass ich Sie jetzt hier begrüßen darf. Herzlich willkommen. Danke. Herr Gantus, Sie haben als Kind schon die Liebe zur Sprache entdeckt, schreiben Sie, und sind auch mit dieser aufgewachsen, da Ihr Vater gebürtiger Libanese ist. Haben Sie als Grundschüler von ihm schon das arabische Alphabet gelernt, aber Sie sind nicht bilingual aufgewachsen, oder? Ich bin aufgewachsen in Berlin, und zwar in West-Berlin im Bezirk Charlottenburg. Dort habe ich meine Kindheit und auch meine frühe Jugend bis nach dem Abitur verbracht, und da meine Mutter stammt aus Bernburg an der Saale, die hatte da ihr Elternhaus geerbt, und da sind meine Eltern, ich war nun noch ein junger Spund, nach Sachsen-Anhalt gezogen, vorübergehend, immer mit der Perspektive, möglichst schnell wieder nach Berlin zurückzukommen, aber daraus wurde irgendwie nichts, die Geschichte lief anders und wir wurden dann DDR-Bürger, und dadurch habe ich dann auch lange Zeit in der DDR und für die DDR gearbeitet. Genau. Aber Sie haben Ihre Sprachen, also für Englisch waren Sie hauptsächlich Dolmetscher. Welche Sprachen können Sie noch alle? Englisch, Französisch, und während meiner Studienzeit habe ich 2 Jahre lang einen Intensivkurs Russisch gemacht, weil mich die Sprache interessierte. Ich hatte es nie in der Schule. Als Westberliner hat man kein Russisch, ja. Ne? Also Englisch, Französisch in der Hauptsache und Spanisch so ein bisschen im Hintergrund. Das heißt, Sie haben die alle in der Schule oder im Studium gelernt. Würden Sie sagen, Sie sind sehr sprachbegabt? Naja, also ich würde sagen, ein Musiker und ein Kunstmaler zum Beispiel, die müssen eine große Begabung haben. Ein Dolmetscher muss natürlich auch ein Ohr haben für Sprachen. Aber da zählt die Praxis sehr und die Möglichkeit zu arbeiten. Also ich wurde sehr frühzeitig ins kalte Wasser geworfen und musste dolmetschen. Das war damals alles noch sehr einfach und nicht sehr spezialisiert. Also die Praxis zählt eigentlich meiner Meinung nach mehr als die Begabung. Darüber werden wir gleich auch noch mal so ein bisschen im Detail sprechen. Vorher bleiben wir noch mal ein bisschen bei Ihrem Lebensweg. Sie haben dann Journalistik studiert in Halle und Sie erzählten mir gerade, Ihre Examensprüfung hier in Leipzig auch gemacht. Dadurch, dass Sie aber so gut Englisch konnten, haben Sie sich entschieden, Dolmetscher zu werden. Warum diese Entscheidung gegen den Journalismus? Ja, das ist eigentlich nicht gegen den Journalismus gewesen. Also es gab einen Punkt in meinem Lebenslauf, da musste man sich für eine Sache entscheiden. Journalistik hatte ich studiert, ich habe als freiberuflicher Journalist gearbeitet, kurze Zeit auch angestellt als Redakteur und habe gleichzeitig aber auch immer schon gedolmetscht. Das ist eine lange Geschichte, ja? Die steht also nicht so ausführlich im Buch drin. Habe als Dolmetscher, wenn ich gut angekommen bin bei den hohen Herren, für die ich gedolmetscht habe, auch manchmal die Gelegenheit ergriffen und um Interviews gebeten. Also ich habe eine ganze Reihe von gekrönten Häuptern interviewt und so weiter, dadurch, dass ich als Dolmetscher bei denen war. So. Aber die Anforderungen an beides, an die Journalistik und an das Dolmetschen, wurden immer größer. Und man musste sich irgendwann mal für etwas entscheiden. Also ich habe als Journalist gearbeitet in einer Zeit, wo die DDR ganz wenige Korrespondenten hatte, also Auslandskorrespondenten. Und da war das schon was Tolles, wenn ich aus der britischen Kronkolonie Aden oder aus Somalia oder aus Sambia und so weiter berichtet habe. Später aber war das nichts Besonderes mehr. Man musste schon mehr bringen. Und als Dolmetscher waren die Anforderungen auch immer mehr. Also ich musste mich einfach entscheiden. Es war nicht gegen den Journalismus, es war für die Dolmetscherei. Für das Dolmetschen. Heutzutage lernen ja immer mehr Schüler schon ab der Grundschule Englisch.
Es wird auch immer mehr vorausgesetzt, dass wenn man auf Veranstaltungen kommt oder internationale Treffen, dass jeder Englisch kann und versteht. Meinen Sie, dass da so ein Beruf wie Dolmetscher irgendwann überflüssig wird oder ausstirbt? Das glaube ich nicht. Ich sehe da eigentlich also kein Ende in Sicht. Denn viele können zwar Fremdsprachen verstehen, aber trauen sich nicht, das Maul aufzumachen. Selbst viele Absolventen von Dolmetscherschulen haben Angst, irgendwelche Fehler zu machen. Aber jeder Ausländer hat das Recht, einen Fehler in der Fremdsprache zu machen. Und es ist oft so, ich dolmetsche sehr viel als Simultandolmetscher auf wissenschaftlichen Konferenzen. Da sind viele dabei, die verstehen Englisch. Aber wenn dann Diskussion anfängt, dann herrscht meistens absolute Funkstille. Und dann ziehen die meisten doch vor in ihrer Muttersprache. Also in diesem Fall, meine Kombination ist ja Deutsch-Englisch, Englisch-Deutsch. Und da brauchen sie einen Dolmetscher. Und so ist das eigentlich überall. Also ich habe immer wieder die Erfahrung gemacht, dass Leute, die Auslandserfahrung haben und so weiter, zwar eine Sprache verstehen, aber nicht dolmetschen können. Das sind nämlich zwei verschiedene Dinge. Das sind in der Tat zwei verschiedene Dinge. Ich habe Freunde, die sind bilingual mit Deutsch-Englisch aufgewachsen, können beide Sprachen wie ihre Muttersprache und können trotzdem nicht übersetzen, weil sie ganz stark trennen und immer nur so in einer Sprache sprechen und sich sonst hinsetzen müssen und ganz lange überlegen müssen und sich dann wieder in die andere Sprache reindenken müssen. Vielleicht können Sie noch mal genau sagen, was diese Kunst ist oder wie das ein Dolmetscher macht, so ganz schnell zwischen zwei Sprachen hin und her zu springen. Es gibt an einigen Universitäten, an der Sorbonne, an der Uni in Padua, soweit ich weiß in Jena und ich glaube auch in Leipzig, gab es medizinische Dissertationen. Und da haben junge Ärzte versucht zu erforschen, was sich im Oberstübchen abspielt beim Simultandolmetschen zum Beispiel. Und alle sind an verschiedenen Standorten zu der Schlussfolgerung gekommen, es ist physiologisch unmöglich. Es wird aber gemacht. Ich kann Ihnen nicht genau sagen, wie das kommt. Da muss man natürlich eine gewisse Veranlagung haben. Ja, man muss schnell denken können, man muss vor allen Dingen eine wahnsinnige Neugier haben, immer wieder was Neues zu lernen und zu hören. Und man muss auch eine fanatische Liebe zu Fremdsprachen haben. Also ich war in vielen Ländern und habe immer versucht, wenigstens so viel mitzukriegen, dass ich mich einigermaßen verständigen konnte. Ja? Aber wie das genau physiologisch sich abspielt, das wollen wir den Biochemikern überlassen, die Hirnforschung betreiben. Vielleicht wird das mal aufgeklärt. Sie sind ja vor allem Simultandolmetscher. Wie funktioniert da das Dolmetschen? Naja, das funktioniert im Idealfall, und man soll eigentlich dem Idealfall so nah wie möglich kommen, mit einer ganz geringen Verzögerung. Also der Redner fängt an zu reden und ich fange eigentlich fast gleichzeitig an zu dolmetschen. Da gibt es so ein Element, das nennt man antizipatorisches Denken. Also ich muss ungefähr schon am Anfang des Satzes mir vorstellen können, wie das Ende aussieht. Meistens klappt es auch. Das ist eine Übungssache. Und wenn man wirklich falsch liegt, wenn der am Ende, im Deutschen kommt ja das Verb, ist ja wichtig, immer am Schluss. Das ist ja das Schlimme, wenn man aus dem Deutschen in eine Fremdsprache dolmetscht. Und wenn man wirklich dann falsch liegt, dann kann man sich verbessern. Wenn wir uns jetzt unterhalten, zum Beispiel in einer ganz normalen Unterhaltung, kann es auch vorkommen, dass ich mich am Ende meines Satzes verbessere, weil mir was Neues einfällt. Es soll nur nicht zu merken sein. Die Zuhörer müssen sollen nicht merken, dass da irgendwie, es muss eben so klingen, als sei das alles elegant und locker. Sehr beeindruckend ist, dass Sie in allen möglichen und sehr verschiedenen Disziplinen dolmetschen. Sie haben Theaterkongresse gedolmetscht und da zum Beispiel auch Helene Weigel getroffen. Sie haben in der Politik alle möglichen verschiedenen Politiker gedolmetscht, aber auch, und das finde ich jetzt die größte Schwierigkeit, medizinische Fachkonferenzen oder sogar zoologische Kongresse. Jetzt ist es ja so, dass ein Muttersprachler gerade bei so medizinischen Kongressen als Laie selbst in seiner Muttersprache nicht mehr versteht, über was sie da reden. Wie kann man das dann noch übersetzen? Also ein
ein Berufsmerkmal des Dolmetschers und Übersetzers, ich mache ja auch sehr viel schriftliche Übersetzungen, besteht darin, sich ein Leben lang weiterzubilden. Das hört nie auf. Ich lerne jeden Tag irgendwas Neues, auch heute. Ja? Bei mir beginnt der Tag früh morgens im Bad. Ich sitze nicht mit gefalteten Händen, sondern beim Rasieren und so weiter. Und beim Zähneputzen habe ich BBC zum Beispiel. Und da habe ich immer so die neuesten Nachrichten und auch die neuesten Wendungen. Und man lernt immer wieder irgendwas Neues. Und wenn es ganz verrückte Sachen sind, man muss sich ununterbrochen weiterbilden. Medizin, na gut. Meine Frau ist Medizinerin, aber die kann mir, das als Fachidioten, ja, die ist Chirurgin, die weiß alles über Chirurgie, aber auch nicht die neuesten Sachen, weil die inzwischen im Unterschied zu mir im Ruhestand ist. Aber sie weiß eben alles über Chirurgie, aber viele andere Sachen auch nicht mehr so. So, man muss ununterbrochen lesen und durch die Begegnung, durch das Dolmetschen selbst, kommt man mit dem Muttersprachlern zusammen. Also meine Frau Medizinerin, wir waren mit der Familie Bonhoeffer sehr eng befreundet, also meine Eltern und ich als großer Schuljunge auch, das ist ja auch, der alte Bonhoeffer war ja der Chef der Psychiatrie in der Charité und so, also wir haben immer auch Mediziner drumherum gehabt, es hat mich einfach interessiert und ich habe, soweit man es als Autodidakt kann, mich weitergebildet und mir ein breit gefächertes, hochqualifiziertes Oberflächenwissen angeeignet. Das ist ja wieder sehr ähnlich der Arbeit der Journalisten. Das muss ja ein guter Journalist im Grunde auch machen oder können. Sie haben das gemacht, was man heute als eine unglaubliche Karriere bezeichnen würde. Und Sie waren zum Beispiel der erste DDR-Dolmetscher, der für die UNO gedolmetscht hat. Was war das Besondere daran oder wie kam es dazu? Also ich habe sehr oft in den USA gedolmetscht für verschiedene Institute und für verschiedene Auftraggeber und auch für einige Universitäten. Und Deutsch ist ja keine UNO-Sprache, ja? Aber bei bestimmten Konferenzen wird auch Deutsch oder werden auch andere Sprachen gefragt. Ich weiß nicht mehr, wer genau. Ich glaube, ich hatte mal einen Lehrauftrag in einer Johns Hopkins Universität in Washington und dort gibt es ein Institut für deutsche Zeitgeschichte. Und dieser Professor Livingston, der kannte mich ganz gut. Ich glaube, der hat mich da empfohlen bei der UNO. Ja? Und ja, so bin ich da wie die Jungfrau zum Kinder eigentlich da hingekommen. Und dann eben dann waren ist Sie es dabei. Öfter passiert. Ja, Sie sind ja auch aufgrund Ihres Berufes zwangsläufig ganz viel gereist. Also in Ihrem Buch finden sich einige Episoden in Indien, in Ägypten, in den USA. Aber Sie waren ja DDR-Bürger und es war ein unglaubliches Privileg im Grunde. War Ihnen das damals bewusst? Natürlich war es mir bewusst. Und es hat mir auch in der Seele leid getan, dass viele meiner Kollegen, die wirklich gute Dolmetscher, gute Übersetzer waren, die waren eingesperrt und die hatten nie die Möglichkeit, in den Ländern ihre Arbeitssprachen zu arbeiten. Einigen habe ich mal helfen können durch Kontakte, die ich selber hatte. Aber im Allgemeinen war das natürlich eine sehr tragische Angelegenheit. Ich habe dieses Privileg durch meinen Vater erworben. Er war Offizier in der französischen Widerstandsbewegung und hatte die ganze Familie einen antifaschistischen Bonus. Und auf diese Art und Weise bin ich an die großen Leute rangekommen, wurde von der Uni damals empfohlen und so weiter. Und dann hat mich einer zum anderen weitergereicht. Es gibt ja zahlreiche Geschichten von anderen Mitbürgern, die solche Privilegien auch hatten und von so Reisen dann nicht mehr zurückgekehrt sind. Haben Sie jemals mit diesem Gedanken gespielt, auch aus einer Reise nicht mehr zurück in die DDR zu kehren? Ich hatte jedes Mal, wenn ich die DDR-Grenze wieder in Richtung Osten überquerte, so ein komisches Gefühl im Bauch, weil man nie wusste, ob es vielleicht das letzte Mal gewesen ist, dass man rausgekommen ist. Ich habe aber nie die Absicht gehabt, wegzubleiben. Erstens habe ich eine große Familie, ich habe 4 Kinder und die sind ja dann immer zu Hause gewesen. Und zweitens habe ich mit zu den großen Verdrängern und Illusionisten gehört, die bis zuletzt gedacht haben, naja, das wird schon werden. Ja? Ich habe zwar vieles gesehen, was nicht in Ordnung war und vielleicht mehr gesehen als manche andere, aber ich habe immer diese Illusion gehabt, naja, wenn erstmal die alten Herren ersetzt werden durch junge und neue und intelligentere Leute, dann wird es auch in der DDR besser. Das habe ich bis zuletzt geglaubt und naja, Geschichte lief eben anders. Gab es denn
also niemals Momente, an denen Sie dachten, Sie wären jetzt selber lieber der Politiker und würden also die Politik sozusagen mitbestimmen und nicht nur dolmetschen? Also, ich würde sagen, nein. Ich habe sehr viel für Werner Lamberts gearbeitet, der war ja der designierte Kronprinz. Den kannte ich schon von Urzeiten her. Also als junge Bengel sozusagen war, hatten wir schon was miteinander zu tun. Und der hatte mir, als er dann Politbüro-Mitglied war und eigentlich so der zweite Mann im Grunde genommen nach Honecker, der hat mir kurz vor dem tragischen Unfall am 6. März 1978 in Libyen, hat er mich gefragt, ob ich nicht noch mal ein Studium machen möchte an der Hochschule für Staats- und Rechtswissenschaft und dann in die Diplomatie gehe, also in die Politik praktisch. Das wollte ich eigentlich nicht. Warum, kann ich nicht genau sagen. Aber ich habe mich als Dolmetscher wohlgefühlt und habe auch gesehen, was das manchmal für nervenaufreibende Geschichten waren für die Politiker. Das wollte ich mir nicht antun. Sie schreiben ja auch an einer Stelle, dass Dolmetscher trotzdem ja immer bei den großen und auch wichtigen politischen Entscheidungen einen Schritt nur daneben stehen. Hm. Also Sie waren ja auch immer mit dabei. Wo standen Sie denn daneben? Was war so das prägendste politische Ereignis, das Sie gedolmetscht haben? Naja, es gibt mehrere. Eins war, ich war ja nun nicht nur Dolmetscher in der DDR, es wird immer reduziert auf Honecker und seine Leute. Ich habe ja eben auch im Weißen Haus gedolmetscht, bei George Bush Senior, Gott sei Dank, nicht Junior, in der Number 10 Downing Street bei Margaret Thatcher, bei Indira Gandhi und so weiter. Also die ich jetzt erwähne, diese drei Namen, ja, das waren für mich eigentlich sehr bedeutsame Ereignisse und die waren teilweise vor und teilweise nach der Wende. Das wäre jetzt auch so ein bisschen meine nächste Frage gewesen. Sie haben jetzt schon aufgezählt, welche berühmten Personen Sie alles getroffen haben oder kennenlernen durften. Welcher Charakter hat Sie damals am meisten beeindruckt oder warum auch? Indira Gandhi. Indira Gandhi war nicht nur schön, eine schöne Frau, eine charmante Frau, sondern sie war hochintelligent und gleichzeitig hat sie ein Durchsetzungsvermögen gehabt. Man hat ja diese Kombination hat man nicht immer. Man lernt sympathische Leute kennen, aber die können nichts machen. Ja? Aber die konnte ja was machen. Also Indira Gandhi ist schon für mich eine sehr beeindruckende Person gewesen. Zum Beispiel. Angela Davis auch. Bloß Angela Davis konnte einen nerven als Dolmetscher. Die sprach nämlich sehr gut Deutsch. Die hat ein paar Jahre in Frankfurt am Main studiert und meinte, sie kann alles besser, wenn sie einen Dolmetscher hat. Und da habe ich auf verschiedenen Großveranstaltungen gedolmetscht, ja, und die hat immer versucht, irgendwie einen zu verbessern. Da muss man einfach die Nerven behalten. Ja. Trotzdem war sie beeindruckend als Persönlichkeit. Sie haben ja auch wirklich, auch von all diesen Persönlichkeiten, die Sie getroffen haben, ganz wunderbare Anekdoten, die man eigentlich auch noch gar nicht alle verraten darf. Aber eine möchte ich hier doch mal ganz kurz erzählen, natürlich nicht so ausführlich, wie Sie sie beschreiben. Und zwar hat wohl Walter Ulbricht einen südafrikanischen Politiker zu der Politik des Sudans gratuliert, weil er ihn verwechselt hat. Mhm. Und Sie schreiben, wie Sie da rumrudern minutenlang und versuchen eben dieses missglückte Kompliment irgendwie zu umschiffen. Das ist ja eigentlich nicht ganz korrekt, da ja ein Dolmetscher nur wortwörtlich übersetzen soll. Ich hab's ja nicht. So etwas, also ein Dolmetscher? Nein, man darf inhaltlich nichts verfälschen. Ich habe also vor Erich Honecker zum Beispiel auch ägyptische Regierungsdelegationen gedolmetscht. Die haben Erich Honecker gelobt. Über allen Klee, weil ja die DDR den Mercedes hat und den Volkswagen und Generalfeldmarschall von Rommel hätte ja Ägypten beinahe. Also Honeckers Gesicht wurde immer länger, aber er hat das also mit einem süß-sauren Lächeln alles quittiert. Aber das muss man dolmetschen. Man darf inhaltlich nichts verfälschen. Und bei Walter Ulbricht diese Geschichte, das habe ich ja auch nicht verfälscht. Ich habe nur, wie Sie sagten, rumgerudert. Ich habe nicht den Namen des Landes in den Mund genommen, sondern eine Minute lang habe ich dann immer gesagt, Ihr Land und Ihre Heimat und so weiter. Ja? Das war der Vertreter von Nelson Mandela. Ne? Also der kann ich doch nicht vom Sudan erzählen. Ja? Aber dann hat der Honecker den Walter Ulbricht, der Honecker war dabei, hat ihn da angestoßen, sagt der Walter, der ist doch nicht aus dem Sudan, der ist doch aus Südafrika. Ja, sagt er, ist ja auch ein schönes Land. Ja. Da haben Sie also auch ein Missverständnis oder ein Ärgernis so ein bisschen verhindert. Hand aufs Herz, haben Sie auch mal ein Missverständnis ausgelöst, weil Sie eben etwas falsch übersetzt haben? Ist mir eigentlich
nie gesagt worden. Das müssen mir dann die Zuhörer sagen, ja. Also ich glaube nicht, dass ich, man kann nicht immer topfit sein. Und ich bilde mir nicht ein, immer der Größte, der Beste zu sein. Es hat sich ja auch mal Dolmetsch-Situationen gegeben, wo man ein bisschen rumgerudert hat und so weiter, ja. Aber eigentlich, was Ernstes ist nicht passiert. Jetzt sind Sie dienstältester und immer noch aktiver Dolmetscher. Sie haben schon gesagt, Ihre Frau ist im Ruhestand. Wieso genießen Sie nicht mit ihr zusammen die Rente? Also was reizt Sie immer noch weiter zu arbeiten? Ja, die Arbeit reizt mich. Also ich renne nicht krampfhaft hinter den Aufträgen hinterher. Aber da ich das nun schon sehr lange mache, habe ich ein breit gefächertes Kaleidoskop an unterschiedlichen Auftraggebern. Und die Aufträge, die kommen auf mich zu. Und wenn ich es irgendwie machen kann, mache ich es. Solange ich es einigermaßen gut machen kann und Leistung bringe und es anerkannt wird, mache ich es eben. Aber ich reiß mir kein Bein aus. Ja? Ich habe mehr oder weniger normales Leben. Also habe zum Beispiel die Möglichkeit, mit gutem Gewissen heute nach Leipzig zu kommen und nicht Sonnabend und Sonntag arbeiten zu müssen, unbedingt an der Übersetzung. So, jetzt haben wir schon viel über Ihr Buch geschrieben. Möchten Sie eine kurze Anekdote daraus lesen? Dafür haben wir jetzt nämlich noch einen Moment Zeit. Ja. Sie können auch einen Mikroständer haben, dann müssen Sie das Mikrofon nicht halten. Ach, na ja, nee, ist kein Problem. Geht das so? Also, Moment, geht gleich los. Also es ist wirklich nur eine kurze Sache, ja. Es gab eine Reihe von Skurrilitäten. Und welche Skurrilitäten man als Dolmetscher erleben kann, zeigte mir ein Auftrag in Japan. Dort, genauer gesagt in der Stadt Nagoya, fanden 1971 die 31. Tischtennis-Weltmeisterschaften statt. Beinahe tragikomisch war der Einmarsch der DDR-Mannschaft, in Anführungsstrichen. Die DDR-Mannschaft bestand nämlich nur aus zwei Sportfunktionären, einem Fahnenträger und mir als Dolmetscher. Aktive hatten sich nicht qualifizieren können, aber wir wollten und sollten unbedingt wenigstens Flagge zeigen. Ganz nebenbei wurden wir in unserem Koksai-Hotel Zeugen der Begegnung zwischen den Mannschaften der USA und der Volksrepublik China. Und das war der Auftakt der sogenannten Ping-Pong-Diplomatie. 1971. Vielen Dank, Wolfgang Gantos. Sie sehen, dieses Buch ist wirklich gespickt von ganz aufregenden und interessanten Anekdoten. Ich kann Ihnen das nur sehr ans Herz legen. Es steht hier vorne, Sie sehen es, ein Diener vieler Herren. Es ist im Leipziger Militzke Verlag erschienen und kostet 17,90 Euro im Handel. Herr Gantos, ich freue mich sehr, dass Sie heute bei uns waren. Vielen Dank. War mein Vergnügen.